Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade im Schattberg Express nach oben, denn das wissen glaube ich noch gar nicht viele. Wir haben es auch nicht so richtig am Schirm gehabt, aber es soll eine neue Line geben, die Ferry Line. Also Ferry, aber nicht so wie ein Winterberg, sondern mit R-A-I-R großgeschrieben als Jumpline. Wir wissen nicht genau, ob das Ding aufhat. Auf den Bike Maps ist das Teil verfügbar. Also da steht, das ist eingezeichnet. Man fährt wohl den Anfang der X-Line und dann kommt man irgendwann auf diese flowige Jumpline. Wir werden uns auf die Suche begeben. Keine Ahnung, ob wir Glück haben. Allerdings, falls wir kein Glück haben, dann seht ihr zumindest, wo die irgendwann verfügbar sein wird. Es steht in den Plänen Sommer 2022, aber haben wir ja. Und ja, wir sind sehr gespannt. Wir fahren jetzt mal hoch und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Da kommt auf jeden Fall die neue Line raus, sind wir uns ziemlich sicher, weil es so komplett neu geshaped aussieht. Vielleicht haben wir Glück und wir fahren als allererste diese neue Line hier in Saalbach. Es wäre natürlich mega cool, wenn die so eine richtig flowige Jumpline bekommen hat hier. Die Krux an der Sache ist, das Ding fährt nur bis zur Mittelstation, also die geht nur bis zur Mittelstation. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dann noch ein Ticket kaufen für heute. Mit der Joker-Card kommen wir dann nicht so weit. So, wir wollen mal zum Einstieg der X-Line. Wir konnten leider nicht genau herausfinden, ob das Ding jetzt auf ist oder nicht. Aber auf den Karten steht's. Und ausgeschildert ist es halt auch schon auf den Trails, also am Einstieg hier. Deswegen ist so ein bisschen komisch. Ich zeige euch das mal hier. Jetzt hier Einstieg X-Line und hier steht drauf Ferry Line. Das heißt, eigentlich muss sie da sein. Gleich irgendwo wechseln können auf die andere Line. Ganz gespannt. Ich glaube, sind wir gleich an dem Stück, was wir vom Lift aus kennen. Wir werden sehen. Leider mussten wir allerdings dann feststellen, nachdem wir wirklich fast da waren, dass die Line einfach noch nicht offen hat. Wir haben die Line an sich halt schon gefunden und das heißt, wenn ihr später mal hier hinfahren wollt und die Line offen habt, werdet ihr wahrscheinlich Spaß haben, aber wir mussten dann feststellen, dass der Trail leider noch nicht geöffnet ist. Und mit einem Trail, der nicht geöffnet ist, den fährt man natürlich auch nicht. Das bedeutet aber für uns, wenn wir nicht den Hang irgendwie runterschieben wollten, mussten wir ein kleines Stückchen X-Line fahren. Und eigentlich wollte ich mich den schwarzen Trails ja hier noch fernhalten. Ja Leute, die Line ist noch nicht auf. Da wird es weitergehen. Ist aber zu. Jetzt der einzige Weg runter, die X-Line. Und die geht direkt so los. Die Michi ist schon sauer auf mich.
Ja, ich würde fast sagen, wir arbeiten die uns jetzt halt Stück für Stück, bis wir auf dem nächsten Forstweg sind. Und das, was wir nicht fahren können, schieben wir. Es ist ja heute nicht viel los. Wenn wir uns das alles so angucken können wie hier, dann geht's eigentlich. Also ich würde halt hier fahren, dann da. Das ist alles okay hier. Ist auch okay. Das da unten ist auch alles okay. Das ist nur Linienwahl. Was meinst du, wenn ich vorfahre, die Linie, und du einfach hinterher rollst? Keine Ahnung. Ist hier echt nichts los. Man kann sich alles angucken. Da unten sind nur noch ein paar Stufen. Das geht, glaube ich. Dann fährt man hier eigentlich über die Brücke. Die Brücke ist auch komplett neu. Aber da ist halt auch zu. Das heißt, die Jumpline ist noch nicht ready. Aber da ist der Forstweg. Da ist schon der Forstweg, es ist nicht weit. Wenn wir jetzt hier runterkommen, dann müssten wir gleich eigentlich zum Forstweg kommen. Okay, ich habe die Linie angeguckt. Ich kann das. Also ich war im Nachhinein eigentlich ganz froh, dass wir uns hier auf die X-Line verirrt haben, denn es hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass ich besser geworden bin, weil vor einem Jahr wäre ich hier niemals runtergefahren, aber jetzt gucke ich mir die Sachen an, ganz entspannt, suche mir meine Linie, die ich fahre, und ich kann super gut abschätzen, ob das Ganze funktioniert oder halt eben nicht. Das ist nicht einfach hier. Leute, geschafft. Ich habe mich hier jetzt auch überlebt. Bin ich jetzt bestimmt 3 Tage sauer bis zum Rest des Urlaubs. Ich muss sagen, das erste Stück jetzt von der X-Line war gar nicht so schwer, wie ich das so in Videos, also es war, mir kam es in Videos schwerer vor als jetzt in echt. Man hatte halt auch schön Zeit, sich alles anzugucken, weil nichts los war. Ja, wir fahren jetzt noch mit dem Schattberg Express hoch und dann gucken wir mal, ob wir das Stück zum Hackelberg hochschieben oder ob wir uns noch mal ein Ticket kaufen und noch mal mehr fahren. Was sagst du? Ich will für Ticket. Okay, Michi ist heiß auf Ticket. Dann gucken wir, ob wir hier oben ein Ticket kaufen können. Es gab leider keine Tickets zu kaufen. Deswegen schieben wir jetzt vom Schattberg Express
bis zur Westgipfelbahn hoch und dann mit dem Hackelberg Trail ins Tal. Dann sind wir auch noch mal eine Stunde wahrscheinlich unterwegs insgesamt. Eigentlich stand auch die Proline noch am Programm für heute. Aber mal gucken, vielleicht verschieben wir die auf einen anderen Tag. Ja, ich glaube, wenn wir nochmal wiederkommen, fahren wir die X-Line auf jeden Fall komplett. Die Michi hat auch gerade gesagt, nächstes Jahr, wenn wir wiederkommen, dann fährt sie da in 25 Minuten ins Tal. Guckt euch das an, da müssen wir hoch. Das steilste Stück kommt noch. Ab geht's. Wir sind fast oben. Könnt ihr euch vorstellen, in alten Videos hört man immer wieder, dass es den Lift da unten, also den hier, den Sprinter, nicht gab. Und die Leute mussten hier hoch, um Hackelberg Trail zu fahren. Mein Gott, das machst du aber auch nur einmal am Tag. Und dann ist vorbei. Ja. So, weiter. Hoch geht's. So Leute, wir wechseln jetzt vom Hackelberg Trail auf den Bucheck Trail und dann geht es runter zur Bahn. Dann werden die Bikes kurz abgespritzt und dann ja, sind wir eigentlich schon durch für heute. Den Hackelberg fährt man irgendwie ständig hier, weil irgendwie unsere Wege immer auf den Hackelberg führen. Morgen allerdings, morgen machen wir Proline, ne? Ja. Proline, Z-Line, nochmal. Ja. Okay Leute, wir machen weiter den Bucheck Trail. So Leute, leider ist die Ferryline anscheinend noch nicht offen. Vielleicht haben wir Glück und die öffnet noch, solange wir hier sind. Falls das nicht der Fall ist, haben wir Pech gehabt. Aber so sind wir zumindest mal das erste Stück der X-Line gefahren. Deswegen, trotzdem war es interessant, das mal zu sehen, weil die X-Line
tatsächlich gar nicht mal so schlimm war, das Stück zumindest, was ich gefahren bin, wie ich dachte. Ich dachte, ich könnte da echt gar nichts fahren, ne? Aber naja. Ja, morgen geht's auf jeden Fall auf die Pro-Line. Die will ich mir unbedingt mal anschauen. Ich hoffe, das Wetter hält sich, dass wir da ein bisschen Glück haben. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns morgen wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.